Hallo, liebe Geschwister, willkommen zu unserer Sendung Die Stunde der Wahrheit. Ich habe heute ein neues Thema. Wir hatten letztes Mal über die falschen Christen gesprochen und ich möchte vielleicht weiter in diese Richtung also gehen. Ich trinke mal ein bisschen Wasser, bevor ich also die ganze Zeit nur mache. Also, mit dem Herrn Gnade werden wir also das Thema, also ein neues Thema heute anfangen. Wisst ihr, ich habe die letzten Zeiten versucht, also mit ein paar Geschwistern, also sogenannte Geschwistern auch im Internet, über Facebook oder über Instagram, hier in Deutschland über Joshua zu reden, über die verschiedenen Themen, also die wir heute erleben. Wie zum Beispiel dieses Thema, also das Thema über Rassismus. Ich finde das also richtig schade, dass es trotzdem noch Leute gibt, also die einfach nicht verstehen, also was genau bedeutet, also ein Christ zu sein. Man muss also so oft also die Bedeutung also von Christ sein immer und immer wieder erklären. Es ist wirklich schade. Vor allem für die, die sich also als Christen bezeichnen. Es ist richtig schade, dass man es also nicht versteht, weil normalerweise also ein Christ, also jemand, der sich also als Christ bezeichnet, soll nicht mal also ein Zeichen also von Rassismus oder von also Rassismus zeigen. Er sollte sogar Solidarität gegen Rassismus also zeigen. Wenn die Leute also aufstehen, also wie zum Beispiel also was ich in Amerika sehe oder es ist sogar auf die ganze Welt, das Thema Black Lives Matter, also das sollte man als Christ normalerweise also solche Sachen unterstützen, weil der Herr, unser Herr, schickt uns also zu alle Nationen. Und wenn ein Christ also sieht, dass ein bestimmter Völker oder eine bestimmte Gruppe oder bestimmte Hautfarben also irgendwie vernachlässigt also werden, wegen ihrer Herkunft oder wegen ihrer Herkunft oder Hautfarbe, da sollte man also irgendwie aufstehen, da sollte man also schon dagegen auch kämpfen, also die Solidarität gegen, also für die Leute, die dagegen kämpfen, zeigen. Aber ich finde es also richtig, richtig schade. Nehmen wir in Matthäus, ich möchte gerne also etwas heute erklären. Bevor ich also das vertiefe, möchte ich also kurz bitten, Herr, leite mich bitte. Ich bete, dass dein Wort, nur dein Wort kommt, Herr. Bitte gib mir die Weisheit und gib mir deine Worte. Im Namen Joshua Mashiach. Amen. Also, wir sind in Matthäus Kapitel 28. Matthäus Kapitel 28, da steht ab Vers 19, da sagt also Joshua Mashiach, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jünger und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist also Vers 19. Hier sagt uns Joshua Mashiach, das ist sein Wort. Er hatte also zu seinen Jüngern gesprochen. Und da sagte er, geht hin zu allen Nationen. Was sind das überhaupt, die Nationen? Es gibt so viele Nationen also auf dieser Welt. Was macht überhaupt, was ist also die Bedeutung also von Nationen? Nationen, was sieht man überhaupt in einer Nation? Eine Nation, Nationen sind
Leute, also es gibt, es sind also Leute, die eine bestimmte Sprache haben, bestimmte Kultur haben, bestimmte Art und Weise, also wie sie leben und ein bestimmtes Gebiet, Ort, also haben. Das sind also Nationen. Und hier, wenn der Herr sagt, also geht über, was sagt er? Geht nun hin und macht alle Nationen, das heißt also, da geht alle Nationen, wir überschreiten alle Grenzen, wir gehen über die Grenzen, die diese Welt, also die diese Welt einfach sehen, die Grenzen, die wir sehen. Zum Beispiel zwischen Frankreich und Deutschland, das sind also zwei verschiedene Nationen, die eine bestimmte Sprache haben, bestimmte Regeln, bestimmt und auch eine Grenze haben. Aber da geht man also über diese Grenze, man versucht also die Leute, man geht also zu den Leuten. Und was gibt auch noch? Also Nationen, also in Afrika gibt auch noch Nationen, also Leute, die, also Kontinenten. Es gibt so viele Nationen auf dieser Welt mit verschiedenen Sprachen, verschiedenen Hautfarben, verschiedene Kulturen, alles. Der Herr schickt uns zu alle Nationen. Wisst ihr was? Warum ist es so? Weil Gott die Menschen sieht. Er sieht nicht also die Hautfarbe, Augenfarbe oder sowas. Er sieht das nicht. Er sieht die Menschen. Weil normalerweise also dieser Begriff, also Rassen und so, es gibt nur eine Rasse normalerweise. Geht zu alle Nationen, alle Menschen. Und da steht man einfach fest, also dass die Gemeinden, die ich also heute sehe, und ja, es ist schön, wir sind vielfältig und so weiter. Aber es gibt so, wir bauen selber Mauern zwischen verschiedene Gemeinden. Ah, das ist die Gemeinde für die, das sind die afrikanische Gemeinde, das ist die deutsche Gemeinde. Ja, okay, die Sprachen können, also die verschiedenen Gemeinden, aber ich erzähle mal etwas. Also ich war einmal als ich Christ geworden bin, ich bin Christ hier in Deutschland geworden. Dann bin ich in eine Gemeinde gegangen. Aber bevor das, bin ich erstmal also allein gewesen, zu Hause. Ich habe angefangen, also die Bibel zu lesen. So viel Zeit also mit dem Herrn verbracht. Ich hatte keine einzige Gemeinde besucht. Gar nicht. Monatelang habe ich also die Bibel, ich hatte mich mit der Bibel befasst. Einfach gelesen. Weil Joshua mein Herz berührt hatte. Und es hatte mich so gefreut, also ich wollte plötzlich irgendwann mal wollte ich also Geschwister, Christen auch treffen. Da bin ich also in eine Gemeinde gegangen, als eine Gemeinde, also eine deutsche Gemeinde. Bin reingegangen in diese Gemeinde, gab es also fast, also es gab keine einzige Schwarze. Ja, okay, ich bin in einer kleinen Stadt und aber es war so. Ich bin also in diese Gemeinde reingegangen. Ich hatte mich so gefreut, also Christen zu sehen. Christen zu sehen. Für mich war das also überhaupt, es war egal, ob ich das so weiß oder so. Ich hatte mich so gefreut, Geschwister im Herrn zu sehen. Und es gab Lobpreis, Predigt war schön, super, alles. Nur zu hören am Ende, dass jemand, also da kam jemand also auf mich zu und sogar die Pastoren, die Geschwister dort, die sagten, ja, weißt du, es gibt also eine Afrika, wo kommst du her? Ja, ich bin ursprünglich also aus Afrika, dieses Land, bla bla bla. Ah, okay, weißt du was? Du musst nicht unbedingt also mit uns Gemeinschaft haben. Es gibt da, hier ist die Adresse, dort gibt es also eine afrikanische Gemeinde. Ich war so schockiert. Ich habe mich so hier wohlgefühlt.
Ich hatte mich so wohl gefühlt, es war schön, Gemeinschaft, also mit Geschwistern zu haben, aber nein, man wollte mich nicht haben, weil ich also anders aussehe. Weil für sie war das also, ja, hier habe ich also wahrscheinlich keinen Spaß oder hier werde ich mich also nicht wohlfühlen. Nein, bei den Afrikanern, weil da wo die da gibt es also eine afrikanische Gemeinde, dort wirst du dich also wohlfühlen. Seht ihr, wie wir uns selber, wie wir selber Mauer zwischen uns bauen? Deswegen bin ich also wirklich nicht für diese ganze verschiedene Gemeindennamen da und, weil der Herr Joshua Mashiach sieht nur eine einzige Gemeinde. Deswegen sagt er, geht über die Nationen, geht hin, alle Nationen. Aber was sieht man also heute? Afrikanische Gemeinde, chinesische Gemeinde oder asiatische Gemeinde und. Du gehst also in eine Gemeinde rein, fühlst du dich also unwohl, weil meine Frau hat sogar eine Geschichte erzählt, also sie war in einer Gemeinde rein und plötzlich, also sie hat gebetet und dann am Ende, papptack, war sie allein. Alle sind also weggegangen. Und am Ende sogar grüßen, es war so schwer. Es ist schade. Es ist wirklich schade. Geht alle Nationen über die Grenzen. Alle Grenzen, man geht einfach über, weiter. Und macht sie zu Jünger. Halleluja. Deswegen ist es so wichtig, zu verstehen, was genau dieser Begriff Jünger bedeutet. Was bedeutet, also in dem Begriff, also dieser Begriff Christ ist entstanden, als die Leute in Antiochia die Jünger gesehen hatten. Die hatten die Jünger beobachtet. Apostelgeschichte 11, Vers 26. Lesen wir das einfach. Gehen wir. Apostelgeschichte Kapitel 11, Vers 26. Oder lese ich also ab, Vers 25. Er zog aber auch nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Jetzt Vers 26. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Es geschah ihnen aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten. Bitte, merkt diesen Begriff, lehrten. Und eine zahlreiche Menge, und dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. Halleluja. Und dieser Begriff Christen bedeutet Jesus Nachfolger oder Mashiach Nachfolger, Messias, Christus Nachfolger. Weil der Begriff, also Jünger auf Griechisch ist Christianos. Es kommt, also das ist genau der gleiche Begriff wie auf Englisch Christian. Und Christianos hat also mit Christus zu tun. Also mit Joshua Mashiach, Jesus Christus zu tun. Und deswegen sagt man, Christen sind Jesu Nachfolger. Halleluja. Aber bevor sie Christen geworden sind, bevor dieser Begriff Christen entstanden ist, sieht man nur die Jünger. Sogar der Begriff also Jünger taucht mehr, also öfter als Christen. Christen taucht wahrscheinlich also zwei oder drei, ich glaube dreimal in der Bibel. Nur dreimal. In 1. Petrus, Kapitel 4 und dann noch in Apostelgeschichte, als Paulus also mit dem König, also mit Agrippa, gesprochen hatte.
Und dann sagt der Agrippa, willst du mich auch Christ, also ein Christ konvertieren oder sowas? Nur so, nur da, aber man hört öfter Jünger. Jünger. Aber was ist überhaupt also Jünger? Was bedeutet das überhaupt? Man sieht also, dass der Herr Joshua Mashiach auch, er hatte Jünger. Man sieht auch, dass sogar Johannes der Täufer hatte auch Jünger. Was bedeutet überhaupt also Jünger? Halleluja. Der Begriff Jünger sehen wir also nochmal in Matthäus. Ich gehe zurück auf Matthäus 28. Matthäus 28, also Vers 19. Da steht, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jünger und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Aber Vers 20, und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Liebe Geschwister, dieser Begriff Jünger, Jünger bedeutet ein Schüler. Oh, Ralabasaka, Halleluja. Also Jünger, Jünger bedeutet also ein Schüler, ein Lehrlinger. Jemand, der die Lehre von seinem Meister, von seinem Lehrer folgt oder tut. Er hat das angenommen und er tut das, er macht das. Halleluja. Also der Begriff auf Griechisch, das ist also dieser Begriff, also Matete oder Mantano, also Matete oder Mantano. Auf Griechisch, das bedeutet ein Schüler, ein Lehrlinger. Und man sieht also, dass Joshua Mashiach die Leute, die ihm gefolgt hatten, die Leute, die bei ihm waren, er hat sie, also seine Jünger, die waren seine Lehrlinger, seine Schüler. Ein Lehrlinger, ein Schüler damals ist jemand, der einen Meister hatte. Und der Jünger, also diese Lehrlinger, hatte immer die Lehre, liebe Geschwister, die Lehre von seinem Meister angenommen, immer gefolgt und getan. Halleluja. Deswegen wurden sie Christen genannt. Die haben also die Jünger beobachtet. Und dann haben sie also die Jünger beobachtet, die haben gesehen, dass die Jünger genau die Lehre von dem Meister Joshua Mashiach getan hatten, gefolgt hatten, umgesetzt hatten. Und so wurden sie Christen genannt. Ah, Jesu Nachfolger. Die sind erstmal Lehrlinge, Schüler gewesen. Halleluja. Die Lehre von dem Meister angenommen hatten. Und auch umgesetzt hatten. Halleluja. Das ist also ein Jünger. Und deswegen sagte Joshua Mashiach, geht in alle Nationen und macht sie Jünger. Und er hatte noch dazu gesagt, lehrt sie. Oh, Halleluja. Er sagt ganz klar, lehrt sie. Alles, nicht nur ein kleines Teil, alles zu bewahren, was ich euch gelehrt habe. Wenn man also über alle Nationen geht, wie kann ein Christ, wie kann ein jünger Joshua Mashiach Probleme mit anderen Nationen, Probleme mit anderen Hautfarben, Probleme, was soll denn das? Ein Christ nimmt also seine Geschwister. Er nimmt sie alle Geschwister. Egal, ob man Araber ist oder ob man also aus, keine Ahnung, oder schwarz, dunkel, richtig schwarz, weiß. Ein Christ, ein jünger Joshua Mashiach, er geht über diese Grenzen. Halleluja.
Er zeigt die Liebe. Halleluja. Weil ich habe also Sachen hier erlebt und das, da muss man also die Wahrheit sagen. Diese Sendung heißt also die Stunde der Wahrheit. Es geht um die Wahrheit. Ich habe das so oft erlebt. Da kommt also jemand auf dich zu, sogar Christen. Ja, weil ich also, ich habe sowieso bemerkt, ich bin nicht ursprünglich aus Deutschland, ich habe die Sprache hier gelernt. Ich mache so viele Fehler. Ich mache so viele Fehler in Grammatik und Akkusativ, Dativ. Oh, das ist nicht einfach für einen Ausländer. Aber ich habe gelernt, die Sprache gelernt und damit ich mich also mit Leuten so hier in Deutschland kommunizieren kann. Und der Herr Yehoshua Mashiach gibt mir noch die Gnade, in dieser Sprache auch zu predigen. Halleluja! Aber oft, da sprichst du also mit Leuten, also da machst du also ein, zwei, drei Fehler und dann wirst du überhaupt nicht ernst genommen. Sofort merkt man das. Weil derjenige, der denkt, dass er die Sprache besser kennt, er stellt sich also sofort über. Oh, Halleluja. Es gibt sogar, ich habe Geschwister, die nicht so gut also sprechen, also wie ich. Ich habe einige, die sind noch besser. Die können also die Sprache, die beherrschen die Sprache so gut. Aber man merkt sofort, okay, derjenige, der so gut spricht, also wird sofort, er stellt sich also schon über den anderen. Ich erinnere mich, also da war so ein Kerl, er kam in die Gemeinde und konnte also die Sprache, er sprach wirklich also wie ein Buch. Aber das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist also die Liebe zu Yehoshua Mashiach. Das Wichtigste ist also, dass der Herr in uns lebt. Wir hatten da letztes Mal also vom Öl gesprochen. Die Bibel sagt, wer das Öl auf seinen Kopf hat, der wurde ausgesondert. Ausgesondert von Yehoshua Mashiach. Das Öl ist also das Zeichen, das ist also ein Bild vom Heiligen Geist. Also die Kinder Yehoshua Mashiach sind alle, die diesen Heiligen Geist bekommen haben. Die Jünger Yehoshua Mashiach, die sind die, die den Heiligen Geist bekommen haben, die seine Lehre annehmen und sein Wort folgen. Die sehen keine Rassen mehr. Die sehen also keine diese großen Unterschiede mehr. Okay, du sprichst gut oder du sprichst so oder so. Das ist nicht wichtig. Die Liebe Yehoshua Mashiach geht über diese Grenzen. Geht über. Aber das Problem ist also, dass es gibt auch viele, die nicht mal also Jünger Yehoshua Mashiach sind. Die sind in irgendwelche, wie sagt man das, also Vereine angetreten. Die sind, viele Gemeinden sind also heute Vereinen geworden. Vereinen, aber die Gemeinde Yehoshua Mashiach ist nicht also eine Organisation, also von Menschen. Nein! Die Gemeinde Yehoshua Mashiach. Die Gemeinde Yehoshua Mashiach ist voll mit Leuten, die den Heiligen Geist bekommen haben, die das Öl haben. Die Jünger Yehoshua Mashiach. Es gibt Leute, die sind also Jünger von Menschen. Die sind Jünger von irgendwelchen Menschen. Wenn diese Menschen also so laufen, dann laufen sie genauso. Wenn diese Menschen also so reden, dann reden sie genauso. Nein, hier geht es um Jünger von Yehoshua Mashiach, Jesus Christus. Er sagt ganz klar, lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Das heißt also, die Jünger, die Lehre, die sie bekommen haben, die sollten das also weitergeben. Und das über alle Nationen. Über alle Nationen. Bist du ein Jünger, Yehoshua Mashiach,
oder von einer Gemeinde oder von einem Pastor. Es gibt Leute, die sind Jünger von einem Pastor, aber nicht von Joshua Mashiach. Ein Jünger ist bereit, alles aufzugeben, um seinem Meister zu folgen. Nur sein Meister. Wer ist unser Meister? Joshua Mashiach. Joshua Mashiach. So, ich muss also ein paar. Nehmen wir Lukas. Ich habe einen Vers gerade. Dankeschön. Halleluja. Lukas Kapitel. Sagen wir mal. Lukas Kapitel 6. Genau. Lukas Kapitel 6. Steht was dort. Es ist ziemlich hart. Nee, erstmal Lukas Kapitel 14. Genau. Lukas Kapitel 14. Kapitel 14, Lukas Kapitel 14, Halleluja. Nehmen wir ab Vers 26. Lukas Kapitel 14, Vers 26. Da steht: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Wow. Jünger von einem Mensch, Jünger von einer Konfession, Jünger von einer Gemeinde, Jünger von keine Ahnung, von Papst oder Jünger von aber Jünger von Joshua Mashiach. Es ist kein Spiel. Es ist kein Spiel. Hier dieser Begriff, also hassen, hat nicht also mit zu tun, dass man also die Leute keine Liebe zeigen, also Hass. Nein. Es geht darum, Joshua Mashiach als allererste Stelle zu setzen. Dass er diese erste Stelle bekommt. Und dann kommt der Rest. Joshua Mashiach. Joshua Mashiach. Oh, ich bin ein Jünger, ich bin ein Jünger, ich bin ein Jünger. Bist du ein Jünger? Sind wir wirklich Jünger von Joshua Mashiach? Deswegen hatte ich also letztes Mal diese Frage gestellt, sind wir wirklich alle Christen? Sind wir Christen? Oh Herr, du bist so wunderbar. Oh Joshua Mashiach. Also jetzt Vers 27. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Halleluja. Viele haben das also falsch verstanden. Viele, also vor allem also ich nenne nicht mal also diese Kirche hier. Also die dachten, die haben verstanden, okay, wer nicht sein Kreuz trägt, dann haben sie also so eine Kette, da gibt es also ein Kreuz und die bezeichnen sich, weil sie diese Kette tragen. Tragen sie ihr Kreuz. Und so wollen sie also sagen, dass sie Christen sind. Nein! Christus hat gelitten. Er hatte dieses Kreuz getragen, das Leiden, um damit das Ganze zu erfüllen, damit wir gerettet werden. Er meinte hier das Leiden als Christ. Nicht, dass man also die Prozession oder sowas macht. Nein! Das Leiden als Christ, also wo die Leute also irgendwie uns spotten, wenn unser Fleisch zum Beispiel wir kämpfen, wenn das Fleisch also uns sagt, also wir sollen sündigen und, aber wir kämpfen dagegen, wir sagen nein, wir wollen in der Heiligung bleiben. Das ist unser Kreuz tragen, lieber Geschwister. Dass wir auf dem Weg mit dem Herrn bleiben. Egal was passiert, egal was die Menschen uns sagen, egal wie schwer das ist unser Leiden. Wer bereit ist, also diesen Weg, also mit dem Herrn zu gehen, der trägt also sein Kreuz, das ist es. Und Joshua sagt hier, kann nicht mein Jünger sein, wenn du nicht bereit bist, also dieses Kreuz zu tragen. Er geht noch weiter und da gibt es also Beispiele noch, aber ich möchte nun in Vers 23 lesen. Lukas 14, Vers 23, da steht: So kann nun keiner von euch,
der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Halleluja. Alles, was du hast, das sollst du ablehnen. Ablehnen, wenn du nicht bereit bist, wenn wir, ich sage sogar wir, wenn wir nicht bereit sind, alles abzulehnen, also was wir haben, was wir sind, Joshua Maschia zu folgen, können wir überhaupt nicht seine Jünger werden oder seine Jünger sein. Wow. Die Latte ist also ganz hoch gestellt. Ganz hoch. Nicht, was man also, was man euch, was man uns also in viele Gemeinden da erzählt. Willst du Joshua Maschia, willst du ihn also als Herr annehmen? Ja, okay, jetzt wiederholst du, heute, bin ich ein Christ geworden. Ja, was? Wenn du da drin nicht verändert bist, kannst du nicht als ein junger Joshua Maschia sein. Und ein junger Joshua Maschia folgt seinem Meister. Er folgt keine Konfession. Er folgt nicht also einen bestimmten Papst oder Gruppe oder Kirche oder keine Ahnung. Nein, der Meister. Dieser Meister ist Joshua Maschia, Jesus Christus. Er tut alles, seine Lehre zu bewahren, zu folgen. Das ist also ein Jünger, Joshua Maschia. Halleluja. Und, Dankeschön, Herr. Vers, Lukas 6, ich wollte Lukas 6, oh, Halleluja, Lukas 6, Kapitel 40, Lukas Kapitel 40, Vers 6, da steht, ein Jünger ist nicht über dem Lehrer. Jeder aber, der vollendet ist, wird sein wie sein Lehrer. Das Ziel ist, dass man wie der Lehrer werde. Aber was sieht man heute? Weil der Pastor oder der Priester oder Pfarrer sich also so kleidet. Ja, die Jünger, die machen so. Weil er so redet, man spricht auch so. Weil er so und so und so tut, dann tut man das. Aber solange der Pastor oder die verschiedenen Lehrer da von der Gemeinde, solange sie nicht wie dem Meister sind, können wir vergessen. Können wir vergessen. Oh, wie zum Beispiel, also heute sehe ich, was sieht man? Oh, oft im Internet. Alle, weil also ein Präsident die Bibel in der Hand so posiert hat und alle, oh, ist ein Christ, oh, und folgen alles, was er sagt. Die Verführung. Glaubt ihr, weil er also die Bibel so in der Hand, so Hitler hat da auch so ein Fotos gemacht. Viele haben also solche Fotos gemacht. Die, wie sagt man das? Also in Afrika nennt man sie ja so ein Ganga, also diese Mahabu, Scharlatan. Die posieren auch mit der Bibel. Heißt das überhaupt, also, dass die Jünger Joshua Maschia sind? Heißt das? Deswegen sagte unser Herr, an die Früchte soll man sie erkennen. Die werden an die Früchte. Wenn er wirklich also ein Christ ist, lies mal also die ganze Twitter, alles was er da in Twitter schreibt. Sind das also die Früchte von einem Christ? Von einem jungen Joshua Maschia? Also tut mir leid, lieber Geschwister. Nicht weil jemand also eine Prophezeiung oder sowas also erfüllt hat, das macht ihn also ein Christ. Also tut mir leid. Lasst euch nicht also so verführen. Das ist zu einfach. Ein Jünger folgt die Lehre Joshua Maschia. Halleluja. Das wollte ich also heute geben. Ich will nicht also lange darüber sprechen, aber deswegen werden wir jetzt gewisse Lehre geben, damit die Jünger Joshua Maschia aufstehen und sich vorbereiten. Als letztes Beispiel, danke Herr. Ah, oh, Halleluja. Ich liebe, es ist so schön, also vom Herrn Joshua Maschia,
geleitet zu werden. Also wenn der Heilige Geist immer die Verse und gibt, das ist wunderbar. Heilige Geist, Joshua Mashiach ist der Heilige Geist. Halleluja. Und da gibt es auch nur eine, der Vater, Gott, der Vater, oder diese falsche Lehre. Da gibt es Leute, also die beten, die reden also zum Vater und dann, wenn sie fertig sind, jetzt will ich also mit dem Sohn reden, okay, und jetzt will ich also mit dem Heiligen Geist reden und. Das ist dieselbe Person. Halleluja, das ist also eine andere. Es gibt sogar Lehre darüber, also über Yehoshua Mashiach, also die Göttlichkeit, unser Herr. Halleluja. Ich lese also Kapitel 25, hatten wir das also letzten Mal gelesen. Das sind also die fünf töricht und die fünf klüge Jungfrauen. Und da steht also in Vers 7, da standen alle Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Also die Jungfrauen waren also alle eingeschlafen. Alle sind eingeschlafen. Aber dann gab es also eine Stimme. Die Stimme hatte geschrien. Die Stimme hatte geschrien. Der Bräutigam ist da. Diese Stimme schreit gerade noch und sagt, hey, der Bräutigam ist da, steh auf. Die sind alle aufgestanden. Die sind alle aufgestanden und in Vers und dann aufgestanden und schmücken ihre Lampen. Die Zeit ist gekommen, dass wir unsere Lampen schmücken. Wir Kinder Joshua Mashiach. Die Lampen schmücken ist die Vorbereitung. Und das werden wir also jetzt machen, wo wir Lehre für die Jünger geben werden. Für die Leute, die die Lehre, die dem Meister folgen wollen. Weil der Herr sagte uns also in Matthäus 28, Vers 19, dass geht alle Nationen und lädt sie zu bewahren. Deswegen werden wir also durch diese Kanal, zurück zum Wort oder Stimme des Predigers und alles, was wir da machen, wir werden Lehre geben, damit die Leute sich aufstehen, damit die Leute ihre Lampen noch, die Lampe schmücken. Nicht für die, die das ablehnen, nicht für die, die das Wort Gottes nicht nehmen wollen. Es geht um die Joshua Mashiach als Herr haben, als Meister haben. Mein Bruder, meine Schwester, die Zeit ist gekommen, dass wir aufstehen, dass wir uns also nicht von diesen Verführungen ablenken lassen. Dass wir, es gibt Leute, die verbringen so viel Zeit in Facebook, in Instagram und in YouTube und hören also nur einen Schmarrn. Nicht die Lehre vom Joshua Mashiach. Die Zeit ist gekommen, dass man sich also um die Lehre konzentriert. Damit wir unsere Lampen schmücken. Die das Öl haben, müssen jetzt die Lampen schmücken. Die kein Öl haben, es gibt noch Zeit. Geh schnell hin und hol dein Öl. Und wird also ein junger Joshua Mashiach. Werdet also ein junger Joshua Mashiach. Ich danke euch im Namen Joshua Mashiach, Jesus Christus, unser Herr. Er ist unser Meister. Ein Jünger folgt sein Meister. Und unser Meister ist Jesus Christus, Joshua Mashiach. Halleluja. Ich danke euch im Namen Joshua Mashiach. Amen.